Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal sind wir hier in der Kolonie angekommen und, boah, die Sonne blendet aber ganz schön. Die unter dieser magischen Barriere ist, die man gerade sehr schön sehen kann, weil irgendwie gerade magische Entladungen oder so sind. Das passiert manchmal. Ah, Glare. Und, ja, wir haben Diego getroffen an der Austauschstelle und sind jetzt auf dem Weg ins alte Lager. Da werden wir heute auch noch ankommen und uns da mal ein bisschen umschauen. Ansonsten können wir noch nicht wirklich viel machen, denn wir sind halt einfach noch sehr schwach und können ansonsten nicht überleben in der Wildnis. Deswegen sind die Lager, beziehungsweise erstmal das alte Lager, unsere ersten Anlaufstellen. Außerdem finden wir vielleicht einen Weg. Ey! Ey! Die haben den Scavenger getötet, das wollte ich machen. Jetzt habe ich keine Erfahrung dafür bekommen. Wildmänner. Ja, jedenfalls finden wir auch einen Weg, an Taurus vorbeizukommen, ins alte Lager hinein, also in die Hauptburg, um eben den Feuermagier den Brief zu geben, aber wahrscheinlich nicht. Aber schauen wir uns erstmal um, gehen wir erstmal rein und vor allem halten wir uns von den Viechern da hinten fern, das sind nämlich auch erwachsene Scavenger. Reden wir erstmal mit dir, hast du irgendwas Interessantes zu sagen? Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Oh, es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Ja, das ist ein guter Tipp. Den werde ich Sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Ja, danke. Lass mich mal vorbei. Ja, den Tipp werde ich auch befolgen. Reden wir noch mit dir? Vielleicht hast du ja noch was zu sagen. Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Lass mich vorbei! Blödmann. Oh, da hinten haben wir noch einen Gegnertyp gesehen. Jaha, eine Blutfliege, die fliegt da hinten rum. Die sind noch gefährlicher als die Scavenger, deswegen lasse ich die erstmal in Ruhe. Also es wird nicht so lange dauern, bis wir mit denen auch fertig werden können. Die sind eigentlich relativ schwach, aber wie gesagt, für uns aktuell einfach noch nicht zu bewältigen. So, noch ein bisschen Bier, eine Waldbeere. Da hinten sind jede Menge Mole Rats und ein Scavenger, da halte ich mich erstmal von fern. Schauen wir mal, was wir hier noch Schönes finden in diesen Trümmern. Da liegt irgendwas, ein Becher ist das, oder? Ja. Nehmen wir den einfach mal mit. Da kriegen wir immerhin noch einen Erzbrocken für. Oder zwei oder so. Und schauen uns mal noch weiter. Und bevor ich da reingehe, möchte ich noch auf diese kleine Insel im Fluss gehen. Da waren nämlich nicht auch noch junge Scavenger, von denen wir Erfahrung bekommen können. Und Erfahrung ist am Anfang halt einfach wichtig, damit wir weiterkommen. So, da scheint sonst nichts mehr zu sein. Eine Seraphis noch. Sehr schön. Sollte ich mich halt noch heilen, bevor ich darüber gehe? Ich versuch's einfach mal so. Da ist zwar mehr als einer, aber das wird schon funktionieren. Ja, wir können von Anfang an schwimmen. Moment, da unten ist ja eine Höhle. Nee, gar nicht. Sieht nur so aus, oder? Kann ich da rein? Ist da irgendwas Besonderes drin? Ich glaube nicht, oder? Sehr seltsam. Ja, man sieht, der Fluss hat eine kleine Strömung. Wir werden weitergetrieben, wenn wir nichts machen. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Deswegen bin ich auch nicht da vorne reingegangen, weil dann wäre ich weiter flussabwärts getrieben worden. Ich möchte erstmal von hier aus die angehen. Wie mache ich das jetzt? Welchen nehme ich mir zuerst? Ich versuche es mal mit dem rechten zuerst. Wirklich so, dass er dem linken im Weg steht. Oh oh. Komm schon, töte den einen. So, wunderbar. Gegen den einen komme ich jetzt auch noch an. Ich wollte bloß nicht von denen eingekreist werden. Das wäre ein bisschen... Ah, block doch! Das war ein bisschen zu knapp, finde ich. Na gut, ich werde jetzt aber... Oh Gott, da hinten sind Blutfliegen. Ich werde jetzt aber noch nichts mehr essen, denn wir können uns auch im Lager schlafen legen und damit heilen wir dann sowieso alle Lebenspunkte. Ich habe blutige Fußspuren. Ja, ich habe die... Wow, jetzt wurden auf einmal die Geräusche lauter. Okay, jetzt wieder leiser. Naja, egal. Ja, man kann die Bluteffekte noch ein bisschen hochstellen. Das habe ich gemacht. Ursprünglich sind die auf 2 gestellt. Ich habe sie auf 3 gestellt. Höher geht nicht. Deswegen habe ich jetzt vermutlich blutige Fußspuren. Das sind halt Dinge, die, keine Ahnung, vermutlich normal eingestellt wurden, um bei der USK bessere Chancen zu haben. Aber das kann man halt einfach durch die Änderung einer Zahl in der Optionsdatei ändern.
So, hier haben wir Buddler. Das sind die untersten quasi des alten Lagers. Und das meinte der eine ja auch schon. Buddler ist hier jeder, der frisch in der Kolonie ankommt. Und ja, was dürfen die machen? Die dürfen in die Mine gehen und Erz schaufeln. Tolles Leben, nicht wahr? Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben, also zisch ab. Okay. Und du? Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Ohne das Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. Oh ja, das werden wir eventuell auch noch kennenlernen. Ja, das Schöne ist, normalerweise kann man Leute nicht so einfach bestehlen. Denn wenn man sie bestiehlt, dann werden sie aggressiv und greifen einen an. Und vor allem im Lager sollte man das nicht machen, weil dann sind nämlich alle Gardisten auf einmal hinter einem her. Und da hat man vor allem am Anfang überhaupt keine Chance. Das Schöne hier ist jetzt aber, die sitzen im Freien. Das heißt, das Fleischwanzen-Ragout, was da rumliegt, kann ich einfach mitnehmen. Ich sollte bloß nicht an die Kiste da rangehen, dann werden die nämlich aggressiv. Aber das hier alles, da kümmern die sich nicht drum. Das ist in Ordnung, wenn ich die mit das mitnehme. Und hallo? Wann hören eigentlich meine Fußspuren auf, blutig zu sein? So viel Blut war das doch auch nicht. Ich gebe mich noch mal im Fluss baden hier. Das kann ja nicht angehen. Natürlich, sogar unter Wasser sind blutige Fußspuren. Ehehe. Hallo? Hörst du mal bitte auf? Ah nee, ich glaube, ich weiß warum. Das sind keine blutigen Fußspuren. Das ist einfach, ich blute, weil ich so viel Lebensenergie verloren habe und jetzt nur noch der Balken so klein ist. Das könnte es sein. Ja, dann wollen wir mal schnell schlafen gehen, damit die Blutung aufhört. Sonst verbluten wir hier noch. Und das wäre irgendwie nicht so toll. Ich frage mich auch, ob das irgendwann wieder weggeht oder ob ich jetzt für immer hier diese roten Flecken auf dem Boden habe. Sonst muss ich eventuell doch das Blut wieder runterstellen. Na gut. Hallo, meine Herren. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Ach, ich doch nicht. Was können wir machen? Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen, oder? Ich will mich nur ein bisschen umsehen, oder? Klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn ich das sage. Deswegen sage ich einfach mal, Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Wunderbar, dankeschön. Ja, irgendwas Neues interessiert mich jetzt nicht. Die Torwachen haben sonst nichts anderes zu sagen. Interessantes. Das ist ein Gardist. Ja, das sind die Leute, die direkt den Erzbaronen unterstehen. Mit denen sollten wir uns nicht anlegen. Ja, wir können die ein bisschen ausfragen, aber das ist jetzt eigentlich uninteressant. Also die Leute, die keine Eigennamen haben, sind meistens nicht besonders interessant, mit denen zu reden. Das hat nicht so wirklich Sinn. Also Schatten, ein Gardist. Das meinte Diego ja auch. Wenn wir Gommes Leuten uns anschließen wollen, sollen wir erstmal Schatten werden. Und da ist er auch schon. Diego, hi. Ich hab's ins Lager geschafft. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Ja, schauen wir mal. Vielleicht besuchen wir die mal. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Tja, mach's gut. Das sind ja keine gerade berauschenden Aussichten. Wir werden wahrscheinlich unser gesamtes Leben hier drin gefangen sein.
Und ja, vielleicht sollten wir mit dem Gedanken spielen, uns einem der Lager anzuschließen. Schauen wir mal. Wer bist du denn? Grimm, hi. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Na gut. Sehr aufschlussreiches Gespräch. Gut, das da vorne dürfte Torus sein, von dem uns Diego ja erzählt hat und mit dem sollten wir uns unterhalten. Was passiert, wenn wir einfach da reinlaufen? Halt! Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Mach, dass du verschwindest. Tja, weiter sollten wir nicht gehen, denn dann werden wir von den Leuten da einfach abgemeuchelt. Auch diejenigen, die da drin stehen. Deswegen gehe ich mal schön wieder zurück und rede erstmal mit Torus. Hi! Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez-Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Tja, wir können einfach so in die Burg, wenn wir 1000 Brocken Erz haben, aber das ist am Anfang eine ganze Menge Geld. Deswegen versuchen wir mal lieber, uns einem Lager anzuschließen. Das müssen wir sowieso tun, um die Story voranzutreiben. Also alleine in die Burg reinzukommen, bringt uns nicht so viel. Und das sind mir die 1000 Brocken Erz ehrlich gesagt nicht wert. So. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Tja. Der hätte gerne selber die Belohnung, was? Na gut, sagen wir mal, dass wir für Gomez arbeiten wollen. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager.
Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Tja, also irgendwie ist mir der Typ sympathisch. Ich meine, er geht hier rein, klaut denen das Zeug und verkauft es denen dann wieder zurück. Ist schon cool. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Ich kümmere mich darum. Ja, da schauen wir mal, ob wir nicht eventuell einen Weg finden, das zu erledigen, ohne ihn umzubringen, weil ich weiß nicht, ob ich Torus so glauben soll, dass wir keine Probleme mit den Magiern bekommen werden, wenn wir den Mordrak umbringen, denn Torus ist, glaube ich, jemand, der sehr auf seinen eigenen Profit bedacht ist. Und er hat ja gute Gründe genannt, warum er das seine Leute nicht machen kann. Und wenn ich dann so als Außenstehender da bin und keiner weiß, dass Torus mich beauftragt hat, dann bin ich am Ende der Gelackmeierte, ne? Aber schicke Rüstung hat er. Seine hätte ich auch gerne. Na gut, ich schau mal eben kurz auf die Uhr. Na, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wunderbar. Dann rede ich mal mit Diego noch. Übrigens, ich habe jetzt hier die Quests angenommen von wegen Aufnahme altes Lager. Das bedeutet noch lange nicht, dass ich auch dem alten Lager beitreten werde. Man kann, also wir müssen ja einem der Lager beitreten, das habe ich ja schon ein bisschen gespoilert, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Und wir werden uns alle drei Lager mal angucken, wir werden bei allen drei Lagern die Quest annehmen, dass wir aufgenommen werden wollen und dann ein paar Unterquests dort erledigen, denn das bringt ordentlich Erfahrungen rein, die wir am Anfang sehr gebrauchen können. Und dann am Ende entscheide ich mich dafür, welchem Lager ich beitreten möchte. Das habe ich noch nicht entschieden. Ihr könnt auch gerne im Verlaufe des Let's Plays unter die Videos schreiben, welchen, wie ihr es gerne hättet, welchem Lager ich mich anschließen soll. Ich werde wahrscheinlich im Verlauf des Videos auch noch ein bisschen davon erzählen, welches Lager welche Vorteile hat, aber ich würde die Lager gerne erst einmal so angucken und da reingehen und die Leute zeigen, wie das so alles ist, bevor ich da was erzähle. Ja, vielleicht habt ihr irgendwie einen bestimmten Favorit oder so. Die Leute, die das Spiel schon gespielt haben, haben bestimmten Favoriten oder denken sich, ja, ich habe so gespielt, ich will mal die Seite sehen oder so. Und die, die es nicht können, können ja dann nach Sympathie entscheiden, welches Lager ihnen am sympathischsten ist. Ja, eine Sternschnuppe. Habt ihr euch was gewünscht? Gut, reden wir nochmal mit Diego. Hi. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon.
Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Ja, bei Diego können wir lernen, Geschick plus 1 und plus 5 und bei der Stärke genau das gleiche. Und daneben steht ein Lernpunkt und 5 Lernpunkte. Ja, was hat es damit auf sich? Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Naja, Moment, ich beende mal eben das Gespräch. Mach's gut. So, was hat es damit auf sich? Das ist derselbe Grund, aus dem ich noch nichts lernen konnte bei den Jägern aus dem neuen Lager, die da drüben standen. Und zwar haben wir Lernpunkte, wie man hier auch sehen kann, unter unserer Erfahrung. Wir bekommen für jede Stufe, die wir aussteigen, 10 Lernpunkte. Das heißt, wenn ich noch 20 Erfahrungen sammle hier, steige ich eine Stufe auf. Die ich jetzt schon hätte, hätten die blöden Brückenwächter nicht den Scavenger erschlagen, den ich eigentlich hätte töten wollen. Und ja, wenn wir eine Stufe aufsteigen, bringt uns das an sich erstmal gar nichts. Ich glaube, unsere Lebensenergie steigt ein bisschen und das war es dann auch schon. Ansonsten kriegen wir nichts dazu. Wir kriegen keine Stärke, wir kriegen keine bessere Geschicklichkeit, was weiß ich. Stattdessen kriegen wir eben diese Lernpunkte. Und dann müssen wir zu einem Trainer gehen oder einem Lehrer, eben hier Diego, der uns Geschick und Stärke beibringen kann, oder eben zu den Leuten da draußen, die uns das Jagen beibringen können, beziehungsweise das Trophäen ausnehmen. Und bei denen müssen wir dann eben diese Lernpunkte ausgeben, um die entsprechenden Fähigkeiten zu lernen. Und ich finde, das ist ein ziemlich cooles System, dass man nicht einfach von sich aus auf einmal besser mit Schwertern umgehen kann, weil Magic, sondern dass man das erst erlernen muss. Und mit zunehmender Erfahrung kann man halt mehr lernen. Ja, gut, reden wir nochmal mit Diego und gucken uns die letzten Gesprächspunkte an. Und dann ist die Folge eigentlich auch schon fast wieder vorbei, leider. Kannst du mir was machen? Nein, falsch. Das hatten wir schon. Ich kann aktuell sowieso noch nichts lernen, mir fehlt Erfahrung. So, wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Tja, gut. Ich habe eigentlich Mach's gedacht, gut. Da wäre noch mehr, mit dem wir über das wir uns mit ihm unterhalten können. Aber nun gut. Betrachten wir nochmal hier den schönen Nachthimmel und den Vollmond, ja. Irgendwie ist der ein bisschen verzerrt. Also nicht in die Breite, wie es ja eigentlich beim Vollbild normal, also bei Breitbild normalerweise ist, sondern er ist zu schmal, oder kommt mir das nur so vor? Sehr seltsam. Na gut, wie auch immer. Da oben steht übrigens was am Himmel. In Form der Sterne, ich guck mal. Da oben steht's auch. KSO. Da oben. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber nettes Easter Egg ist es. Da hat sich vermutlich irgendwer verewigt am Nachthimmel hier über Myrtana, über der Insel Kurines und der Minenkolonie. Beziehungsweise andersrum. Ich meine, die Minenkolonie liegt auf Kurines und Kurines gehört zu Myrtana, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie auch immer, egal, ich habe genug geredet.
Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ich mal was dagegen tun werde, dass wir hier alles vollbluten. Ich sehe gerade hier, da verschwindet die Blutspur wieder, also wird sie nicht auf Ewigkeit da sein. Das ist schon mal gut. Vielleicht sollte ich auch aus Blut meine Initialen hier irgendwo hinpinseln, wo SF für Superfax. Na egal. Vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!